Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Miknauf Daily. Ja, gestern haben wir ja gewartet auf Jerome Powell, Fed-Chef in den Vereinigten Staaten. Naja, da ging es natürlich ganz klar darum, mal rauszuhören, rauszulesen, wie denn die Zinsstrategie in diesem Jahr natürlich weitergeht. Das war ja die erste Rede des Notenbankchefs nach Anhebung der Zinsen in den Vereinigten Staaten. Ja, und da scheint man heute relativ beruhigt zu sein, denn er hat ja gestern gesagt, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen hat. Und das könnte natürlich darauf hindeuten, dass wir in diesem Jahr mit weniger Zinsschritten zu rechnen haben und nicht mehr so heftigen Zinsschritten. Und das scheint tatsächlich heute die Märkte zu beflügeln. Auch den DAX müssen wir sagen, wir gehen gerade zur Mittagszeit 100 Punkte rauf. Über 15.400 liegen wir da gerade, weil halt eben das große Thema Zinsen eine wesentliche Rolle dann hier doch an der Börse spielt und man jetzt halt eben so ein bisschen Mut, ein bisschen Hoffnung gefasst hat durch Jerome Powell, den Fed-Chef in den Vereinigten Staaten, dass es mit den Zinsen nicht mehr ganz so drastisch weitergeht innerhalb diesen Jahres. Ja, dann hatten wir ja noch einen Börsengang heute und zwar Jonas. Und das Unternehmen ist ja die kleine Tochter von United Internet, aber der Börsengang eher schleppend verlaufen. Man muss sagen, man hatte ja sowieso die Aktien mehr unten platziert bei 18,50 Euro im Prinzip, weil die Preisspanne lag 18,50 bis 22,50. Also da hatte man tatsächlich schon eher nach unten aufgemacht. Und man muss dazu sagen, die Aktie erschien dann mit 18,40 Euro das erste Mal, rutschte allerdings zeitweilig auch schon mal unter die 18-Euro-Marke. Ja, jetzt muss man mal schauen, wie das Thema weitergeht. Börsengänge, IPOs ja immer relativ schwierig, gerade zur jetzigen Zeit. Im vergangenen Jahr, da haben wir klar die Porsche AG gehabt, die da relativ erfolgreich an die Börse gefahren ist. Aber wie gesagt, bei so kleinen Töchterunternehmen, die tun sich da bei Zeiten schon mal etwas schwer. Aber jetzt gilt es einfach mal abzuwarten, wie Jonas sich präsentiert, wie Jonas seine Arbeit macht und vor allen Dingen, wie Jonas natürlich hier in Zukunft weitere Aktionäre vielleicht dann doch halt eben überzeugen kann. Ja, und ansonsten schauen wir mal auf das, was heute da dementsprechend noch stattfindet. Anzahlen, ja, da haben wir noch ein bisschen was heute Abend, nämlich die Deutsche Börse AG kommt dann noch mit Zahlen und Walt Disney. Also nicht ganz uninteressant, da geht es ja bei Disney auch unter anderem um den Streamingdienst, nämlich Disney Plus. Fraglich, wie viele Neukunden hat man hier tatsächlich hinzugewinnen können. Morgen geht es dann weiter in Deutschland, auch mit Zahlen von Siemens haben wir morgen nochmal. Und dann nicht uninteressant die Zahlen von der Credit Suisse. Naja, und dann kriegen wir noch Delivery Hero, Deutsche Beteiligungs AG und dann Pepsi Cola, Kellogg und dann nochmal PayPal-Zahlen am Abend aus Amerika. Da wird so manch ein Anleger sicherlich auch drauf schauen. Am Freitag dagegen ist es dann wieder etwas ruhiger. Da haben wir aus Deutschland nur Zahlen aus der zweiten Reihe, nämlich von Carl Zeiss und aus den Vereinigten Staaten zum Thema Konjunktur, die Universität Michigan mit dem Stimmungsindex. Also das ist das, was diese Woche da noch stattfindet. Ja, der Markt zeigt sich aber kräftig, muss man sagen, robust. Auch gestern das Minus war ja nur 0,16%, also nicht wahnsinnig erheblich. Da können wir nicht von einer größeren Korrektur oder Konsolidierung sprechen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ja, jetzt gilt es halt eben abzuwarten, wie die Anleger jetzt weiter vorgehen, ob man jetzt tatsächlich halt eben sagt, okay, wir setzen nur auf das eine Pferd mit Zinsen oder wir schauen uns dementsprechend dann auch noch logischerweise die Unternehmensberichte an, weil da liegt natürlich auch noch vielleicht einiges an Überraschungen dementsprechend drin. Hatten wir heute zum Beispiel auch, schauen wir mal ganz kurz drauf, ja, zum Beispiel beim Thema E.ON. E.ON liegt momentan gut mit 1,5%, 1,6% im Plus. Da ging es natürlich darum, dass man gestern Abend schon die Geschäftszahlen veröffentlicht hat und da hat man aus den Einnahmen dank höherer Kernenergie dann doch noch ein bisschen mehr bekommen als erwartet. Heißt also, das Ergebnis bereinigt nach vorläufigen Zahlen bei 8 Milliarden Euro und somit der Konzerngewinn bei 2,7 Milliarden Euro. Das ist natürlich das obere Ende, was man hier prognostiziert hatte. Also von daher kann man bei E.ON natürlich mehr als nur zufrieden sein. Aber das Thema Energie wird ja sowieso in den nächsten Jahren klar auch immer noch weiter nach vorne gespielt, wird an Wichtigkeit immer, immer mehr zunehmen. Also von daher schauen wir natürlich auf beide, unsere beiden Kernversorger RWE
Und auch er. Ja, ich lasse mal den Markt mal laufen. Für heute sind wir zumindest mal so weit zufrieden, dass es weiter nach oben geht. Und schauen wir mal, was die Nachrichtenlage so macht. Ich halte sie ja dann am Montag wieder mit halt eben dem Wochenbericht, beziehungsweise dem, was da auf der Agenda steht, auf dem Laufenden.